Hallo, ich bin Joscha von Move36. Herzlich willkommen zu den Nachrichten. Wir blicken auf die Woche zurück und bleiben weiter zu Hause, damit hoffentlich irgendwann wieder am Wochenende was geht. Die Trauer unter den Sonnegästen war groß. Nach 17 Jahren musste das Lokal schließen. Mehr als 2 Jahre sind seitdem vergangen. Viel getan hat sich seitdem nicht. Erst wollte der Besitzer Jochen Hohmann das Gebäude sanieren, nun hatte er erneut einen Abrissantrag gestellt. Laut Stadtbaurat Schreiner kann dieser nicht positiv beschieden werden. Fulda hat also im März 2018 ein angesagtes Lokal verloren und einen jahrelangen Stillstand gewonnen. Die Kinderakademie Fulda ist in den vergangenen Monaten arg gebeutelt gewesen. Erst ist die Geschäftsführerin krankheitsbedingt ein halbes Jahr ausgefallen, dann musste sie wegen Corona schließen. Nun geht es wieder bergauf. Ab dem 2. Juni öffnet die Kinderakademie wieder. Die Besucher erwartet unter anderem eine neue Sonderausstellung. Sie beschäftigt sich mit dem Thema Zucker. Es geht unter anderem natürlich um die Gesundheit, aber auch um Zucker als gesellschaftliches Phänomen. Eigentlich sollte die Ausstellung nur bis diesen Herbst laufen. Nun wird sie bis Februar 2021 verlängert. Im April 2018 hat ein Polizist in Münsterfeld einen 19-jährigen Flüchtling erschossen. Der Afghaner hatte randaliert und Beamte angegriffen. Der Öffentlichkeit sind bis heute nicht alle Details bekannt. Im August 2019 hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein zweites Mal eingestellt. Nun strebt der Bruder des Toten die Wiederaufnahme der Ermittlungen an. Die dazugehörige Beschwerde liegt laut Staatsanwaltschaft Fulda der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt vor, allerdings wohl noch ohne Begründung. Die Corona-Krise verlangt den Schulen einiges ab. An durchgängigen Präsenzunterricht ist weiterhin nicht zu denken. Homeschooling ist aber auch so eine Sache. Nicht jeder Schüler oder jede Schülerin hat daheim das nötige Equipment. Die Konrad-Zuse-Schule in Hünfeld hat auf Hybrid-Schooling umgestellt. Sie vereint zentrales Lernen in der Schule und dezentrales Lernen von zu Hause aus. Der Ansatz habe sich bewährt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Schule kann sich vorstellen, dass künftig die Lehrplattform der Firma OBCC, zu der Move36 gehört, eine zentrale Rolle spielen wird. Runners Point in der Fuldaer Bahnhofsstraße schließt. Der Mutterkonzern Foodlocker hat sich entschlossen, die Marke vom Markt zu nehmen. Alle Filialen würden geschlossen, teilte ein Sprecher des Unternehmens mit. Die Pläne waren am Montag bekannt geworden. In Deutschland möchte der Konzern weiterhin mit seinen Marken Foodlocker und Sidestep aktiv sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Kommt gut durchs Wochenende, habt eine schöne nächste Woche und wir sehen uns dann wieder nächsten Freitag.